Guten Morgen! Morgen! Ein neues Abenteuer! 5.35 Uhr. Was ist das schon wieder für eine Zeit? Ich glaube, heute ist mein Glückstag. Es ist jetzt ungefähr ein Jahr her, dass ich hier mit Ellie am Frankfurter Flughafen stand und mir zum ersten Mal so ein A380 angeschaut habe. Aber jetzt werde ich zum ersten Mal selbst mit einem fliegen. Let go of greed and stop picking these small fights. People are beautiful, the reason to live life and missing the key. He cried out to me. I know some hover like vultures for flesh, taking the souls from the brave and the best. You'll be the lucky one when it's all said and done. He said, I know you are all your dreams to discover and a good lover. He said, you'll become a queen if you find wonder being a number. So even Es ist ja so krass, wie riesig dieses Flugzeug war, ne? Ohne Spaß. Überleg dir mal, wie groß das Ding einfach ist. Und damit sind wir gerade 12 Stunden in der Luft gewesen. Und du stehst gerade auf amerikanischem Boden. Ja, der längste Flug meines Lebens ist hinter sich. Und nur für den Fall, dass ihr nicht mitbekommen habt, in welchem Land wir sind. America! Dass die auch immer überall so dickere Flaggen haben müssen, aber sieht schön aus. Stell dir vor, du landest so in Berlin, hast so eine riesige Deutschlandfahne. Das hätte ein Geschmäckle, würde ich mal sagen. Ja, man kommt hier am Flughafen raus, hier ist direkt ein 7-Eleven und es riecht so sehr nach Bacon, Burgern, Fastfood. Was ist das? In London hat es nach Tee gerochen und hier... Genau. Es riecht einfach nur verbrannt, ganz ehrlich. Es regnet nicht. Es ist nicht kalt. Ich brauche keine Jacke. Das ist das Beste gerade. Ich habe ein T-Shirt an, Mann. Es ist so schön warm hier. Viel wärmer als im letzten Jahr. Wir haben gerade direkt den Vergleich zu einem Boot gezogen. Es ist quasi wie in Ostfriesland auf dem Boot. So. Ja. Ich komme ja vom Bodensee. Auto. Ja, genau. Und mit Ledersitzen. Aber die Ledersitze sind auch richtig so sofamäßig. So, du sitzt hier so. Jo. Wir haben halt das komplette andere Extrem normalerweise. Er hat einen TT, ich einen Mini Cooper. Wir haben halt die kleinen wendigen Autos. Und das ist jetzt draufdrücken. Wirklich oder ein Schiff. Oder so. Wirklich ein Schiff. Und jetzt da ein USB rein. Jetzt schauen wir mal, ob es CarPlay hat. Oh! Continue, ich weiß nicht, du fährst schon irgendwie rasant. Das ist doch Alter. So wie direkt die Gasannahme. Das ist nicht, überhaupt nicht direkt. Alles. Allein die Strommasten sind anders. Sie sind aus Holz. Allein, dass sie Strommasten haben. Ja. Stimmt, das haben wir gar nicht mehr, ne? Ja, nein, das habe ich gerade vergessen, dass wir in Deutschland keine Strommasten haben, weil man sie nicht sieht. 1, 2, 3, 7 Spuren pro Seite. Das ist einfach nur Autos. Ich glaube, es werden bald 8. Ja, es werden jetzt gleich 8. Nur fürs Protokoll. Entweder ich habe die Challenge gewonnen, die Felix aufgebaut hat, dass man zuerst ein Model 3 sehen muss. Oder ich habe mich richtig hart geirrt, aber wir sind uns alle ein bisschen unsicher. Das könnte sehr gut, ich glaube, es ist ein Tesla Model 3, oder? Ich glaube auch, desto näher wir ihm kommen. Ja, wir mussten jetzt richtig lang uns hinkämpfen. Ich schwenk mal hin. Ich glaube, es ist ja. Nee, es könnte auch ein Model S sein. Es ist ein Model S. Kian hat also nicht gewonnen, oder? Ja. Was sagst du zu das? Das heißt, jeder hat noch genau die gleichen Möglichkeiten auf. Das heißt, ich könnte jederzeit wieder gewinnen. Wir sind jetzt schon bei der ersten Station und da war ich noch nie. Ich habe schon mega viel gehört. Und zwar sind wir bei...
Kilian! In and out! Yo! Also Leute, dieses Logo da oben, In and Out, steht meiner Meinung nach für das beste Fastfood, was man in Amerika bekommen kann. Und man kann in Amerika natürlich eine ganze Menge Fastfood bekommen. Aber In and Out ist schon was Besonderes. Wer letztes Jahr meine Vlogs gesehen hat, weiß, wir waren super oft dort und haben auch super viel ausprobiert, weil es diese coole geheime Karte gibt, bei der man bestellen kann, was man möchte, solange man weiß, dass es das gibt, weil es steht halt nicht auf der offiziellen Karte. Und das machen wir direkt. Ich hole mir, glaube ich, Protein Style. Wer holt sich Protein Style? Jo! Ich bin dabei. Jetzt betretet die heiligen Hallen. Wir reden immer noch von einer Fastfood-Karte. Und was ihr hier seht, ist die ganze offizielle Karte von In-N-Out Burger. Es gibt einen Cheeseburger, einen Hamburger, einen Doppel-Cheeseburger und Fritten. Sonst nichts. Alles andere, was sie verkaufen, steht nicht auf der Karte. Das heißt, man muss wissen, dass es das gibt. Und es ist irgendwie ein ziemlich lustiges Konzept. Guck dir das mal an, das ist einfach ein Burger, nur aus Salat. Taste Test Nummer 1, der normale Cheeseburger. Okay, 3, 2, 1. Das ist direkt schon mal ziemlich gut, ja. Ganz ehrlich, man muss dazu sagen, der kostet $2,40. Oh. Schon witzig, ne? Ist übel geil. Vielen Dank. Ja, Mann! Ich wusste wenigstens einen von euch. Das ist wie ein Burger ohne schlechtes Gewissen. Ja, das schmeckt halt viel saftiger und gleichzeitig knackiger. Ja. Und doch fleischiger. Ja. Ich hab meinen Burger gar nicht gesehen. Fazit zu In-N-Out? Ja, also ganz anders, als man eigentlich Fastfood-Ketten kennt. Ja, ne? Ganz ja. Also es ist einfach ein Burgerladen, der wirklich nicht schlecht ist. Kann man mal also machen. Kreatives Angebot für aber, den Preis. Aber das Milchshake, der war zu hart. Ja, der war zu krass. Kilian hat sich so einen Schokomilchshake geholt. Also ich habe den fast nicht durch den Strohhalm bekommen. Ja, das war echt schwer. Ich habe auch überhaupt noch Durst gehabt, weil es war mehr sättigend als irgendwas anderes. Ich habe jetzt noch mit Julia zusammen gedrückt. Das ist eins. Ja. Wow. Das war's! Unser erstes Model 3, wie cool, Mann! Richtig geil, ey! Und ich hab gewonnen! Na, okay, Felix hat's gesehen. Ja, Felix hat gewonnen. Aber wir wollten ja auch gar nicht bei der Challenge mitmachen. Ja, das würde ich jetzt auch sagen! Ja, das haben wir von Anfang an gesagt, das muss man dazu sagen. Das muss man echt dazu genau. sagen. Genau. Ja, ja. Was sind das nur für Vibes hier am Santa Monica Pier in L.A.? Es war ein zweites Mal, dass ich in meinem Leben hier bin, aber ich liebe es einfach über alles. Man kennt es ja aus den ganzen Spielen, aus dem Film, aus Vlogs von anderen Leuten. Und dieser Ort hier, der ist so cool, wie er auf Kamera rüberkommt. Sieht so cool aber, aus mit der Pier, ne? Ja, weil das alles auch so leuchtet und die Vibes und so. Das ist so die schöne Seite von L.A. Wenn man so reinfährt und ist so frisch gelandet, man kriegt erstmal so das hässliche Amerika ins Gesicht. Und dann kommt man hier und denkt sich so, eigentlich ist es schon irgendwie geil und hat schon den geilen Charme.
Aber ich wollte erstmal noch erklären, warum wir überhaupt hier sind. Ich meine, viele von euch können sich's locker denken. Wir sind hier aus genau demselben Grund wie letztes Jahr auch. Es ist wieder CES, Consumer Electronics Show, die weltweit größte Technikmesse, steht an in Las Vegas. Ich glaube, übermorgen geht's für uns los. Und deswegen sind wir jetzt hier nach LA geflogen. Wir werden ein paar Tage auf der CES in Las Vegas sein, werden aber auch wieder danach noch ein paar Tage hier rumtouren. Also Julian, Kilian und ich zusammen, und ich freue mich einfach mega drauf. Es wird mega, mega cool. Wir werden einfach ein bisschen was zusammen erleben, ein bisschen Amerika mit euch zusammen durchforsten und halt auch einfach schauen, was bei der CES so abgeht. Ich möchte die Gelegenheit an dieser Stelle jetzt aber auch noch kurz nutzen, um ein riesengroßes Dankeschön rauszuhauen an Rhino Shield. Falls ihr Rhino Shield nicht kennt, das ist die Firma, die mit ihren Hüllen eure iPhones quasi so gut wie unzerstörbar. Wow. Die halten es aus, also in 90% der Fälle würde ich sagen. Schauen wir mal kurz nach, hier kommt. Dem ist nichts passiert. Hinten nicht gebrochen, vorne nicht gebrochen. Das ist halt einfach, gleich wenn, mal ein ihr, wenn ihr zu gebrochene Beweis. Rückseiten nicht mögt, dann helfen die Hüllen auf jeden Fall gut weiter. Aber ja, ich wollte einfach nur ein großes Dankeschön raushauen, weil die den Trip für uns möglich machen, dass wir hier überhaupt sein können. Die haben uns quasi eingeladen und quasi unsere Kosten für den Trip übernommen. Das finde ich mega, mega cool, weil dadurch halt solche Projekte möglich werden. Und da wollte ich einfach nur ein Dankeschön raushauen. Dankeschön geht natürlich auch an euch raus fürs freundliche Zusehen. Wir sehen uns morgen beim nächsten Vlog wieder. Ich freue mich mega drauf und bis dahin. Ciao. Telling me I woke up in the city of dreams. Sweat and feel like a city, you get it behind it means. Looking off of my balcony, got a bit of the alchemy. Got a beat in my alchemy, Midas touch make it golden. Passion got me going, drive like it was stolen. Vision make it all for me to live in the moment. But I see the sun setting while the waves crash down. Got me living, boy, second priority right now.